Der Unternehmensverband unter Elbe-Westküste hat die neuen Corona-Beschlüsse kritisiert. Zum einen müssten die Fördergelder schneller ausgezahlt werden, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Ken Blöcker. Zum anderen halte er nichts von einer angeordneten Homeoffice-Pflicht für die Unternehmen. Wir haben hier an der Westküste nach unserer Umfrage 70% der Unternehmen, die bereits Homeoffice anbieten und die Tendenz steigt. Wir brauchen nicht neue Regeln, sondern wir brauchen tatsächlich auch härtere und konsequentere Sanktionen auch von schwarzen Schafen, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich, die sich nicht an die Regeln halten. Dort muss konsequent halt auch durchgegriffen werden, sagt Ken Blöcker vom Unternehmensverband Unterelbe-Westküste.